So, keine Schaufel mehr, das ist ja echt doof. Wie viel haben wir denn jetzt an Erde? Haben wir jetzt genug. Also können wir wieder gehen. Ja, also. Geronimo! Autsch. Ja, ich glaube, das ist nicht Geronimo, das ist die Gitotimo. Aber nichts mehr Geronimo oder so. Scheiße. Wenn ich jetzt da runter gehe, Mist, dann komme ich da an. Ich muss irgendwie. Ich versuche mal da auf den Baum zu springen. Wünscht mir Glück. Geronimo! Autsch. Ah, gut, daneben. So. Von hier aus jetzt ins Wasser springen. Ich könnte auch runterlaufen, aber das wird keinen Spaß machen. Geronimo! Ja, hat ja super geklappt. Geronimo! Autsch. Geronimo! Autsch! Na, Schaf, bist immer noch einsam. Auch ein zweites Schaf und eine Kuh hat sich zu dir gesellt. Die sind ja nett. Wer sich noch erinnert, der Schaf aus der zweiten Folge. Oder erste? War das erste oder zweite? Nee, nicht erste oder zweite, 13. oder 14. Was rede ich denn für Käse? Ich meine jetzt erste oder zweite Folge in dieser Welt. Das müsste die 13. oder 14. Folge sein. So. Da haben wir gerade mal den Stuntmann gemacht, den Stuntman. Obwohl ich finde, dass die mit den Zweierfenstern sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dafür haben wir jetzt da kein Fenster mehr, aber gut. So, erstmal hier unser notgedrungenes Holz, um da hinten die Stütze zu Ende zu bauen. So. Fertig. So, sieht halt so aus, als wäre das da drin. Eigentlich müsste man das ja hier durchgehen machen. So. Hier sind. Okay, Garten. Erstmal brauchen wir Zäune. Und das nicht gerade wenig. Können wir jetzt nämlich anfangen, den Garten zu bauen, bevor wir hier weiter umbauen. Und zwar brauchen wir Zäune. Machen wir erstmal. Donken. So, das müssten jetzt schon 32 sein. Hoffentlich reicht das. Ich habe da ja schon anderes gehört. So, Zäune. Also der Garten fängt in der Höhe an und geht hier. So, und hier müssen wir jetzt den Sand wegreißen, was ich natürlich geschickt eingefädelt habe, weil ich keine Schaufel mehr habe. Und ich mache jetzt mal eine Eisenschaufel, denn wir haben ja jetzt Eisen. Ja gut, den letzten können wir noch verbraten. So. Wir haben ja noch zwei Stickies, da können wir dann eine Schaufel draus machen aus Eisen. So, ich glaube, ich mach mal so ab hier.
So, da haben wir dann Tarantula, da kommt dann Sand rein. So. So, ich mach das jetzt mal anders. Da ist ein. Da ist ein. So kann auch nichts schief gehen. So, hier im Weisetsche sind wir jetzt schon weiter. Und zwar brauchen wir jetzt hier Erde. Mann, kommt klar, Alter. Ich kleide das jetzt mal komplett mit Erde aus, weil ich weiß jetzt noch gar nicht, wo was überhaupt hin soll. Weiß ich schon, aber so. Mal gucken. Mal gucken. Also, hier kommt ein Loch hin. Nee. Da ist zwei frei und da kommt ein Loch hin. So. Dann kommt hier ein Loch hin, zwei frei und hier ein Loch hin. Hab ich doch richtig. Da wo die Löcher sind, da machen wir jetzt mal drunter Erde, damit es halt besser aussieht. So. Wir gehen jetzt erstmal pennen. So, hier kommt dann jetzt ein Weg hin. Muss ich nur mal gucken, ob ich noch Kies habe. Ja, ich habe Kies. 8 Stück. Hoffentlich reicht das. Müsste aber eigentlich reichen, es sind ist nicht 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sag doch. Ha. So, dann ist das ja eigentlich auch schon fast fertig. Setzen wir mal hier einen Pümpel hin. Da einen Pümpel hin. Da einen Pümpel hin. Oder machen wir noch hier ein. So, dann haben wir hier 1, 2, 3. Hier 1, 2. Machen wir hier, geht das ja nicht? 1, 2, 3. Also 1, 2, 1, 2, 3. Ja doch, geht gut. So, also sieht ja echt schon ganz gut aus. Nee, da machen wir. Doch, da können wir doch einen hinmachen, weil ich da noch was vorhab. Bauen wir erstmal Türen für unseren Anbau. So, ich muss mal hier irgendwie gerade Kisten ausleeren. So, da kommt noch Fleisch rein. Da holen wir jetzt mein Eisen raus. Der kommt hier rein. Und dann bestellen wir jetzt mal die Felder. Jetzt, dafür brauche ich wieder,